Hallo und ganz herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid und hoffe natürlich, dass es euch gut geht. Heute soll es um die Bücher gehen, die ich mir unbedingt demnächst kaufen möchte. Das können jetzt ältere Bücher sein oder auch ein paar, die noch ganz neu auf dem Buchmarkt sind. Ich habe einige davon auf BookTok oder Bookstagram, BookTube gesehen und ja, ein paar andere wiederum gar nicht. Also ich glaube, es sollte heute bunt gemischt sein. Vom Genre her ist alles so Romance, Jugendliteratur, ein bisschen Fantasy mit dabei. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Ich habe total Lust, heute über Bücher zu reden. Starten wir direkt mit dem allerersten Buch, beziehungsweise das ist sogar eine Reihe, und zwar die Shatter Me-Reihe von Tahiri Mafi. Und die ist, glaube ich, von 2014, also da ist irgendwie so der erste Band rausgekommen, glaube ich. Also es müsste so in dem Dreh gewesen sein. Und Shatter Me ist auch der englische Name von dem Buch. Und der deutsche Titel ist Ich fürchte mich nicht, zumindest beim ersten Band. Und ich finde, die Idee ist so, so cool. Also ich habe das von Julia gehört, die Freundin auch aus dem Köln-Vlog. Die hat mir von der Reihe vorgeschwärmt. Und es geht darum, dass die Protagonistin nicht berührt werden darf, weil wer sie berührt, stirbt, soweit ich weiß. Und das klingt ja mal mega cool. Also ich finde, das klingt so spannend. Ich mag solche Szenarien. Ich lese euch einfach mal den Klappentext vor. Ihr Leben lang war Juliette einsam, eine Ausgestoßene, ein Monster. Ihre Berührung ist tödlich, man fürchtet sie, hat sie weggesperrt. Bis die Machthaber einer fast zerstörten Welt sich ihrer als Waffe bedienen möchten. Doch Juliette beschließt zu kämpfen, gegen die, die sie gefangen halten, gegen sich selbst, das Dunkel in ihr. Für ihre Liebe und für den Zauber der Berührung. Klingt das nicht mega gut? Also alleine so dieser Konflikt, dass sie nicht berührt werden darf, aber ja, irgendwie sind Berührungen ja auch notwendig. Und ich meine, stellt euch mal vor, ihr berührt aus Versehen jemanden und sterbt. Also ich meine, wie oft berühren wir Menschen und nehmen das so leicht hin, also dass es irgendwie nichts Besonderes ist. Und irgendwie mag ich auch das Gedankenspiel und würde mir, also ich glaube, es wäre wahnsinnig spannend herauszufinden, wie die Protagonistin damit umgeht und wie sie darüber denkt, ja, irgendwie, glaube ich, sieht man danach, was man so kann, dass man Leute einfach so berühren kann, so quasi zufällig zur Begrüßung oder so umarmen kann, nicht mehr als selbstverständlich an. Also das Szenario finde ich sehr spannend und außerdem, glaube ich, haben wir es mit einer sehr starken Protagonistin zu tun. Ich mag ja auch sowas, alles, was so in Richtung Dystopie geht, das finde ich super cool. Also ich glaube, die Shatter Me-Reihe wird mich wahrscheinlich komplett umhauen und ich werde sie wahrscheinlich lieben. Okay, machen wir weiter mit dem nächsten Buch. Und zwar haben super, super viele Leute, die ich kenne, schon einige Bücher von Sarah J. Maas gelesen. Ich habe noch nie eins von ihr gelesen. Ich weiß, ich war auch eine der letzten, die dann irgendwann mal Harry Potter gelesen hat. Ich habe, also an mir geht wirklich alles vorbei. Also wenn ihr denkt, ihr hättet irgendwas Wichtiges verpasst, an mir ist es auch schon vorbeigezogen. Ich habe es auch noch nicht mitbekommen. Ich dachte auch, dass Hunger Games was mit Essen zu tun hätte. Und irgendwann habe ich es dann gerafft, aber das hat lange gedauert. Okay, es geht um Crescent City, wenn das Dunkel erwacht, von Sarah J. Maas, wie ich schon erwähnt habe. Und ich habe mich jetzt für Crescent City entschieden, weil ich erstens unbedingt mal was von der Autorin lesen möchte und zweitens, weil ich irgendwie Lust habe, mich mal wieder in so eine Fantasy-Geschichte reinzustürzen. Ich lese eigentlich nur Realistisches, also gut, Dystopien und so mancher Psychoskiller ist jetzt auch nicht realistisch, aber realistischer. Eigentlich lese ich kein Fantasy oder höchstens mal so Urban Fantasy, so in die Richtung. Aber irgendwie habe ich Bock drauf. Ich möchte mal wieder so, ja, irgendwie so mehr fantastische Elemente in Büchern haben und ach, ich bin so gehypt. Ich will es unbedingt lesen. Okay, ich würde sagen, ich lese euch jetzt einfach mal den Klappentext vor, aber vorab muss ich noch eine Sache sagen und zwar habe ich in der Buchhandlung Band 2 gesehen und ich habe noch nie ein Buch gesehen, was einen schöneren Farbschnitt hatte. Oh mein Gott, es sah so wunderschön aus. Ihr müsst das unbedingt googeln. Also, wenn man so ein schönes Buch in seinem Regal stehen hat. Wenn ich so ein schönes Buch in meinem Regal stehen hätte, würde ich das nur noch so hinstellen, dass man den Buchschnitt sieht. Okay, ich lese euch jetzt mal den Klappentext vor und hör mal auf zu reden, weil
Ich glaube, ich rede schon sehr lange über dieses Buch. Magie, Musik und tödliche Gefahren. Die junge Bryce Quinlan, halb Fae und halb Mensch, genießt jedes Vergnügen, das Crescent Citys Nächte zu bieten haben. Doch dann wird ihre beste Freundin Danica von einem Dämon brutal ermordet und für Bryce bricht die ganze Welt zusammen. Als der Dämon 2 Jahre später erneut zuschlägt, wird Bryce gegen ihren Willen in die Ermittlungen hineingezogen und muss mit Hunt Atala zusammenarbeiten, einem Engel, der als gewissenloser Auftragsmörder berüchtigt ist und mit dem sich Bryce auf ein Spiel mit dem Feuer einlässt. Während die beiden der Spur des Dämons tief in die Unterwelt der Stadt folgen, entdecken sie eine bösartige Macht, die ganz Crescent City in Schutt und Asche legen könnte. Das klingt doch unfassbar gut, oder? Also ich finde, das klingt so ein bisschen wie bei Chroniken der Unterwelt von Cassandra Clare. Ich habe mir im Übrigen den ersten Band von Chroniken der Unterwelt jetzt nochmal neu bestellt. Ich hatte mir in meiner Jugend immer alles nur in Büchereien ausgeliehen. Und jetzt komme ich so ein bisschen an den Punkt, wo ich gerne die Geschichten nochmal neu lesen möchte, weil ich nicht mehr genau weiß, worum es ging, aber ja. Ich habe die Bücher eben nicht, weil ich sie mir immer ausgeliehen habe. Gut für die Umwelt, aber tja, jetzt kann ich nicht nochmal nachlesen. Und jetzt fange ich an, sie mir neu zu bestellen. Naja, also ich freue mich jedenfalls auf Crescent City und möchte das unbedingt lesen und freue mich so. Vielleicht kriege ich sogar noch ein Exemplar mit Farbschnitt. Ich meine, das wäre richtig cool. Okay, ich habe hier gerade das nächste Buch auf meinem Laptop geöffnet. Ihr könnt es noch nicht sehen, aber gleich blende ich hier das Cover ein. Und zwar ist es die Mitternachtsbibliothek von Matt Haig. Allgemein möchte ich Bücher von Matt Haig lesen. Ich finde, die klingen alle super gut. Und zwar möchte ich unbedingt auch lesen Ziemlich gute Gründe, am Leben zu bleiben. Ich glaube, so heißt es. Ich weiß es nicht genau. Oh mein Gott, ich bin so schlecht mit Buchtiteln, ne? Aber möchte ich unbedingt lesen. Ich lese euch den Klappentext vor, dann werdet ihr alles nachvollziehen können. Und zwar: Stell dir vor, aus dem Weg ins Jenseits gäbe es eine riesige Bibliothek, gesäumt mit all den Leben, die du hättest führen können, Buch für Buch, gefüllt mit den Wegen, die deiner hätten sein können. Hier findet sich Nora Seed wieder, nachdem sie aus lauter Verzweiflung beschlossen hat, sich das Leben zu nehmen. An diesem Ort, an dem die Uhrzeiger immer auf Mitternacht stehen, eröffnet sich für Nora plötzlich die Möglichkeit herauszufinden, was passiert wäre, wenn sie sich anders entschieden hätte. Jedes Buch in der Mitternachtsbibliothek bringt sie in ein anderes Leben, in eine andere Welt, in der sie sich zurechtfinden muss. Aber kann man in einem anderen Leben glücklich werden, wenn man weiß, dass es nicht das eigene ist? Klingt das nicht wahnsinnig toll? Ich werde das wahrscheinlich zu jedem Buch sagen, aber die stehen alle auf meiner Bücherwunschliste, also von daher kann ich gar nicht anders. Und ich möchte unbedingt was von Matt Haig lesen. Ich finde, das klingt so nachdenklich und als ob man danach eine persönliche Erkenntnis haben wird. Und solche Bücher liebe ich. Also ja, schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr Bücher von Matt Haig kennt und wie ihr die findet. Würde mich total interessieren. Das nächste Buch, was ich hier schon auf meinem Laptop geöffnet habe, ist Die theoretische Unwahrscheinlichkeit von Liebe von Ellie Hazelwood. Und im Englischen heißt es The Love Hypothesis. Thesis. Oh mein Gott, TH und ich, wir kommen nicht gut miteinander klar. Ja. Ihr kennt das Buch wahrscheinlich, das ist ungefähr das gehypteste Buch der Welt gefühlt, zumindest auf BookTok. Und ich möchte es unbedingt lesen, einfach weil ich wissen möchte, was an dem Hype dran ist und ob es mir auch so gut gefallen wird, wie offensichtlich ganz vielen anderen. Im Klappentext steht: Biologie-Doktorandin Olive glaubt an Wissenschaft, nicht an etwas Unkontrollierbares wie die Liebe. Dank ihrer Freundin Anne sieht sie sich plötzlich gezwungen, eine Beziehung vorzutäuschen und küsst in ihrer Not den erstbesten Mann, der ihr über den Weg läuft. Nicht nur, dass dieser Kuss eine Kette irrationaler Gefühle auslöst, der Geküsste entpuppt sich zudem als Adam Carlson, größter Labortyrann von ganz Stanford. Schon bald droht nicht nur Olives wissenschaftliche Karriere über den Bunsenbrenner geröstet zu werden. Auch ihre Verwicklung mit Carlson fühlt sich mehr nach oxidativer Reaktion als romantischer Reduktion an und Olive muss dringend ihre Gefühle einer Analyse unterziehen. Ich finde, das klingt lustig. Ich habe mir den Klappentext noch nie durchgelesen. Ich habe es mal einfach auf meine Wunschliste gesetzt. Und mein Kameraakku war alle. Perfekt. Wir waren gerade bei Die theoretische Unwahrscheinlichkeit der Liebe bzw. The Love Hypothesis und ich bin mega gehypt. Ich glaube, es wird sehr lustig und humorvoll. Ich glaube, es geht um Fake-Dating und
ich mag den wissenschaftlichen Aspekt der ganzen Sache und kann mir vorstellen, dass es irgendwie auch humorvoll wird, gerade dass die Protagonistin eben vermutlich an etwas, was halt überhaupt nicht rational ist, wie die Liebe, ja, total rational und mit wissenschaftlichen Ansätzen rangeht. Allein, ich meine, im Klappentext, das mit dem Bunsenbrenner, ich hätte mich wegschmeißen können vor Lachen. Ich liebe es, wenn solche Vergleiche irgendwie irgendwo auftauchen. Es ist einfach genau mein Humor. Machen wir weiter mit einem anderen Buch, was ich mir auch unbedingt kaufen möchte. Und zwar ist es Die sieben Männer der Evelyn Hugo von Taylor Jenkins Reid. Ich kann euch mittlerweile auswendig erzählen, worum es geht. Und zwar geht es um Evelyn Hugo, die von unserer Protagonistin interviewt wird. Also unsere Protagonistin, die ist nicht die Person, um die es die meiste Zeit geht, sondern es geht eben um ihre Interviewpartnerin. Und Evelyn erzählt von ihren Verflossenen, von ihren Männern. Und ich habe schon so, so viel Gutes über das Buch gehört, dass es super interessant und spannend sein soll. Aber nicht spannend im Sinne von, dass man irgendwie an so einen Krimi denkt, sondern eher so in die Richtung, dass es super interessant ist und auch so ein bisschen humorvoll. Und ich freue mich so sehr auf dieses Buch. Ich glaube, das könnte mal was ganz anderes sein, aber dass ich das total gerne mögen werde. Genau. Und dann kommen wir zu einem Buch, was ich schon lange haben wollte, wo mich aber irgendwie der Preis abgehalten hat. Bücher sind halt echt nicht günstig. Und zwar ist es Blood and Ash von Jennifer L. Armentrout. Von ihr habe ich bisher nur so New Adult Romance Sachen gelesen, aber ja, Blood and Ash, finde ich, klingt wahnsinnig gut. Ich lese euch auch hier mal den Klappentext vor. Und zwar steht hier: Poppy ist eine Auserwählte. Wenn sie den Segen der Götter erhält, wird sie die einzige sein, die ihre Heimat vor dem Angriff des verfluchten Königreiches retten kann. So will es die Tradition. So will es das Gesetz. Das Leben einer Auserwählten ist einsam. Niemand darf sie ansehen, geschweige denn mit ihr sprechen oder sie berühren. Eines Tages wird der attraktive Hawk mit den goldenen Augen, dem frechen Grinsen und den provokanten Sprüchen Poppys Leibwache zugeteilt. Und sie merkt, dass es in ihrem Leben so viel mehr geben könnte als nur ihr Amt. Also ihr seht, es erinnert auch wieder so ein bisschen an Shatter Me. Und ich mag momentan dieses, wir haben irgendwie eine starke Protagonistin oder sowas. Und wir haben auch so einen kleinen Krieg, den sie führt. Und so ein paar Fantasy-Elemente sind auch drin. Aber gleichzeitig haben wir auch noch so einen Hauch von Romance. Und das ist momentan einfach genau die Kombination, die ich total gerne mag, aber ich glaube, das könnte auch dieser Herbst- und dieser Winter-Vibe sein, der mich da so reinbringt. Ja, auf jeden Fall bin ich da total gehypt und möchte diese Bücher unbedingt lesen. Und das allerletzte Buch für heute, was ich euch unbedingt noch vorstellen möchte, ist Wenn du dich traust von Kira Gembry. Ich liebe die Jugendbücher von dieser Autorin und kann sie euch nur empfehlen. Also ich bin allgemein so ein richtiger Jugendliteratur-Fan, wie ihr vielleicht mittlerweile wisst. Und es ist einfach so ein Genre, was ich gerne lese, was ich gerne schreibe und wo ich mich immer wohlfühle. Also kennt ihr das, wenn man so ein Genre hat, was einem nie zum Hals raushängt, wo man immer das Gefühl hat, okay, wenn ich jetzt nach diesem Buch greife oder nach diesem Genre gehe irgendwie, dann wird's gut werden und dann werde ich mich wohlfühlen und es wird ein gutes Ende haben, also die Geschichte wird vermutlich ein gutes Ende haben und ich kann mich zurücklehnen und einfach entspannen und es ist nichts Nervenaufreibendes, es ist einfach nur schön. Kennt ihr das? Und ich habe das mit Jugendliteratur. Und in dem Buch Wenn du dich traust geht es um Lea, die Protagonistin, und Jay, den Protagonisten, und Lea hat eine Zwangsstörung, sie zählt ja alles, die Erbsen auf ihrem Teller, wie es im Klappentext steht, und ist eben auch ja eher ein ordentlicher Mensch. Und Jay hingegen ist das absolute Chaos, tanzt auf jeder Party und kann sich auch keine Beziehung vorstellen. Und als die beiden aus der Not heraus eine WG gründen, ja, gibt es erstmal Ärger. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es für beide eine ganz tolle Herausforderung wird und freue mich so sehr auf dieses Buch. Das sind eben genau diese Dinge im Plot, beziehungsweise auch diese Ideen, die in der Jugendliteratur wahnsinnig toll funktionieren und mir irgendwie dieses wohlige Gefühl geben, weil ich irgendwie weiß, okay, es wird die beiden herausfordern und sie werden bestimmt eine ganz tolle Lösung finden. Ja, das mag ich einfach.
Und mit diesen Worten möchte ich das Video gerne beenden. Mich würde total interessieren, welche Bücher auf eurem Bücherwunschzettel stehen. Welche möchtet ihr demnächst kaufen und lesen? Vielleicht können wir uns ja so ein bisschen austauschen. Es würde mich total interessieren. Ich liebe so Büchergespräche. Vielleicht haben wir ja sogar einige Gemeinsamkeiten. Ja. Ansonsten, ich freue mich sehr, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, falls ihr es noch nicht getan habt und wenn euch das Video gefallen hat. Oder wenn ihr meinen Kanal kostenlos abonniert, dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit und bis dann.